So, ich schaue noch mal eben kurz auf die Uhr. 19.12. Heute wirklich der 19. Diesmal nehme ich auch das richtige Türchen, nicht so eine Blamage wie gestern. Sorry nochmal dafür. Also, 19. Dezember. Ich gucke jetzt nochmal auf die Uhr. 19. Türchen. Da haben wir es. Das ist das Türchen, was eigentlich gestern hätte abgefilmt werden sollen. Was ja nun leider ein wenig schief gegangen ist. Aber egal. Kann passieren. Und wir schauen rein. Und das sieht wieder sehr gut aus. Ich sehe auf jeden Fall eine Mücke. Jawohl. Und zwar haben wir den Silver Glam Fountain Vulkan von ist GBV Weco. 7 Gramm. Hat so einen leichten Touch von Leslie. Dann haben wir noch einmal schönes großes. Ach Gott, schon wieder. Blue Star Gold Silk Fountain. Oh, irgendjemand hatte kommentiert, was Silk heißt. Seide, genau. Also blaue Sterne, goldene Seide, Fontäne. 7,5 Gramm NEM. Wir haben einen schönen Silberwirbel. Also Feuerring, Quatsch. Nicht Silberwirbel, sondern Feuerring. Dann haben wir einen Meteoriten. Und wie ich schon richtig gesehen habe, eine schöne Mücke von Leslie. Also im Fachjargon Moskito. Ja, und dann würde ich vorschlagen, gehen wir raus. Und zünden heute wieder mal ein bisschen improvisiert draußen, weil es ja regnet. Deswegen kommt das Türchen heute auch ein bisschen später. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, laut Wetterbericht sollte es ab 18 Uhr eigentlich trocken sein. Sieht aber nicht danach aus, wie man hört. Es regnet. Deswegen heute wieder hier unterm Dach. Wenn ich es denn irgendwie hinkriege. So, jetzt habe ich alles. So, die stellen wir gleich ein bisschen weiter raus. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem 19. Türchen. Ich betone 19, nicht 18, 19, auch nicht 20, 19. So, 19. Türchen. Wir starten mit dem Feuerring von Nico. Ich glaube Nico. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Es geht schon wieder richtig gut los. Jawolla. Sehr schön. Mit ein paar Startschwierigkeiten. Das macht aber nichts. Dann geht es weiter mit dem Meteoriten von Panda. Ah, scheiße, aua, aua. Also es ist mehr ein Knistern, kein wirkliches Crackling, es ist eher ein Knistern, aber gut. So, dann machen wir weiter mit dem Moskito von Leslie und da gehe ich dann jetzt doch mal für euch in den Regen. Ja, hier ist es klitschenass. Ich hoffe, nee, wie war das jetzt mit dem Loch nach unten? Ja, so. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Jawoll! Weg ist er. Tschüss. So, als nächstes, was machen wir als nächstes? Die oder die? Schwierig. Wer hat denn mehr NEM? 7 Gramm, 7,5, also fangen wir damit an. Aber das machen wir nicht hier unterm Dach. Ich gehe jetzt einfach mit euch in Regen. Das ist mir egal. Dann werde ich halt nass. So, wir gehen hier auf unsere Zündstelle. So. Und wir fangen an mit dem Silver Glam Fountain von GBV Weco. Viel Spaß! Sehr schön, sehr schöner ruhiger Effekt, schöne Brenndauer, das
ist Klasse 1, wie man sich das vorstellt. Richtig schön. Und als letztes Blue Star Gold Silk Fountain, auch vom GBV Weco. Ich ahne jetzt mal ungefähr, wo die Visco ist. Ich schätze mal hier. Nee, auch nicht. Da auch nicht. Irgendwann wird es ja wohl angehen. Sehr schöner Goldregen mit blauen Sternen, richtig, richtig cool. Jawohl, perfekt. So, und dann würde ich sagen, war es das mit Türchen Nummer 19. Und morgen geht es hoffentlich bei besserem Wetter weiter mit Türchen Nummer 20. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund, lasst es krachen und bis morgen.